Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu ja, 7 Days to Die in der Undead Legacy. Hallo Buran. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Danke, freue mich hier zu sein. Hallo Swissly. Hallo zusammen. Buran, guck mal. Was? Ratsche. Sehr gut. Schallgedämpfte. Noch besser. AK, perfekt. Und Schnelle, was ist das? so wie aus wie eine P90. Ah, P90, sehr schön. R90 heißt die hier. Ah, Und okay. meine Questbelohnung. Wunderbar. Die Brust für den Arm. Perfekt. Habt ihr also beide gekriegt. Na, Ja. das ist ja hervorragend. Und Motorrad, wie ich sehe. Cool. Nur kein Gut. Treibstoff. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die ab und zu halt mal, ne? Was hat jetzt da gefehlt? Was brauche ich? Genau, jetzt muss ich mal an die Also ich gehe wieder Forschungsstation. runter in die, ne? Katakomben Ja, und mache weiter. wir müssen uns eh erstmal jetzt wieder ein bisschen sortieren. Vorhandene Punkte 0. Ich sortiere mich mal. Ich schaue mal oben nach meinen Beeten. Ja, die sehen so aus, als wären sie noch nicht weiter gewachsen. Ah ja, genau, der Messbecher fehlt wieder. Ah, Scheiß. Kartoffelchen sehen auch gut aus, auch im Wachstum. Ja, es liegt am Messbecher, dann könnten wir Sprit herstellen. Okay, das heißt Aufgabe Messbecher finden. Ich guck mal gerade, wie unser Kühlschrank aussieht. Eine Schamsuppe, zweimal Speck mit Eiern und verkohltes Wildbret. Ist jetzt Das ist nicht dünn. unser Ernst. Das heißt jagen. Ja, Moment. Ich mache mich gerade mal leer. So, jetzt bin ich so gut wie leer. Jetzt nehme ich mal Essen, Rohstoffe, alles. Klick mal ans Feuer und kann sagen, Speck mit Eiern könnte ich machen. Ich kann Fischtacos machen. Ich fange mal Okay. mit den Fischtacos an, ne? Ja, Ja. mal Abwechslung. Kochen. Swissly, Dann. könntest du mal bitte oben nochmal 10 Blöcke machen zum Versetzen wieder? Also, du weißt schon. Für alle Arbeitsblöcke. draußen. So, kann ich sonst noch irgendwas herstellen? Fehlt mir was? 10 brauchst du. Den, ja. Okay, laufen durch. Okay, komm schnell hoch. So, und ich könnte noch gekochtes Fleisch zur Not herstellen. Mit Wasser. Was immer noch besser ist als das verkohlte Wildbret oder das Also gegrillte Fleisch. ich brauche aktuell weder Essen noch Trinken. Okay. Weil ich habe viermal Landstreicher-Eintopf und dreimal Fleisch-Eintopf im Inventar. Also ich besitze jetzt 5-mal Speck mit Eiern, da müsste ich über den Tag kommen. Gut, der Rest ist jetzt gerade in der Produktion. 5-mal Fischtacos, 4-mal Speck mit Eiern und einmal Steak mit Kartoffeln. Wunderbar. Ich habe 5 Goldrutentee und 4 Fleischeintopf dabei. Das sollte für mich auch locker reichen. Habe ich da? Na dann. Und wir haben halt noch eine Schamsuppe und zweimal Speck mit Eiern und 7 verkohltes Wildbret wahrscheinlich irgendwo gefunden, weil das hat, glaube ich, keiner von uns hergestellt, bewusst. Na, mit Sicherheit Nee, nicht. das ist Loot.
Genauso wie das, was ich mit mir rumtrage. Sehr schön. Also müssen wir bestens in die Wüste, hä? Ja, wir müssen erstmal den scheiß Messbecher und finden, damit wir hier weiterkommen. Fleisch. Fleisch haben wir ein paar hundert. Fleisch haben okay, wir, müssen wir nicht 1, in die 2, Wüste. 3, 4, 5, 6, 7, fast 800 Wildbret. Ah ja, das ist cool. Dann brauchen wir keine Wüste. So, ich habe eine Steinschaufel dabei. Steinschaufel dabei. Was anderes brauche ich eh nicht. Doch, ich bräuchte eine Spitzhacke. Bei Werkzeugen nichts drin? Doch, Eisenspitzhacke. Oder Schrottaxt. Nee, da ist sogar ein Erdbohrer drin. Nee, ich nehme ja mal die Spitzhacke zur Verstärkung mit. So, Feuerwehraxt habe ich auch. Und mein Hammer. Und noch einen gewaltigen EP-Malus, oder? Jetzt müsstest du mir sagen, wie ich den sehe. Der ist ausgeblendet. Ja, im Charakter. Fenster sollte da reinstehen. Nachtoderfahrung, oder wie sich das nennt. Sehe ich gerade keine mehr. Okay. Ein Buran hat aber Aua. Ist egal. Okay. Ich gehe jetzt auch nicht mit euch mit. Ich gehe in den Keller. Okay. So. Was willst du, random Häuser looten, oder? Ja, ich wollte gerade mal gucken, was wir noch an Aufgaben haben, aber das ist wahrscheinlich alles nur so High-Level-Shit gerade. Stufe 4 abholen und säubern in 3 Kilometern. Kannst du knicken. Den da. Ja. Gut, das ist bei unserem alten Wohnort. Ja. Wäre zwar einfacher zu machen, aber bis wir da hinten sind. Da gehen wir mal hier Richtung Süden. Ich glaube, das Haus hatten wir schon, ne? Die Villa hatten wir. Ja, dann gehen wir mal weiter. Und WS fragt einer in den Kommentaren, warum wir den zu Fuß gehen, nicht das Auto benutzen. Hört zu, wir haben keinen Sprit. Doch. Der Dodge ist voll. Psst. Ich nehme gerade noch den Mais mit. Gibt es eigentlich auch Kartoffelfelder, dass die hier irgendwo randommäßig liegen? Aber die siehst du sehr schlecht zwischen dem Gras. Da musst du schon genau schauen. Ja. Hey, guck mal, das ist tatsächlich der Security, den ich als meins markiert hatte auf meiner Karte. So, welche Richtung weiter? Und ich habe hier noch 3 Nester. Ich sehe sie. Denn Verhältnis 1 zu 3. Schön. Einmal nichts und zweimal hinterher schauen, ne? Gut, insgesamt habe ich jetzt 8 Eier. Dann würde ich mal mit zum Arzt gehen. Oh, Huhn. Huhn tot. Aber machen wir uns nichts vor, das hätte ihm schon bei der Geburt auffallen sollen. Ne, die waren alle schön im Kanal versteckt. Hey, ich gucke auch mal rein. 2 Eier. Und nochmal ein Nest. Du. Ein Ei. Hier ist nochmal ein großes Feld.
So, dann gucke ich mal, ob ich hier noch was dazwischen finde. Mais, Mais. Hammelfleisch. Komm, ne, hier ist nur Mais. Keine Kartoffeln. Nee. Schade. Aber immerhin. Kartoffeln auch. Stehen meistens auf Feldern, die so abgeerntet aussehen. Okay. Boah, meine Augen laufen gerade auf. Ne? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Da hinten könnte es was haben, ja. Wie meinst du? Im der Haus? Irgendwie, ob der hier irgendwie ein paar Beete hatte? Ah ne, das war der mit den Blaubeeren. Echt? Dann ernte ich mal. Ja. Schön. Wir zur Not dann Kuchen machen. Ja. Glaube, ich hab sie. Siehst du, das kannte ich noch gar nicht. Das ist mir neu. Ah, hier ist die Schule. Die habt ihr auch schon gemacht. Ja, die haben wir auch schon gemacht. Dann würde ich sagen, rechts vorbei, oder? Ja, Moment. Noch Nester. Ja, ich gehe schon mal vorsichtig vor. Also am besten eine Apotheke. Ja, hier direkt vor uns das Krankenhaus, ne? Pharmacy Store oder so etwas Ähnliches. Poppenpills. Ja, das Spital hatten wir ja. Ja. Kurzer Blick auf die Uhr. 14 Uhr 14. Hey, da kommt was in Schwarz. Tschüss. Nein, ich habe keinen EP-Malus mehr. Aber hier ist noch ein Feld hinter dem Stacheldrahtzaun. Ich guck da mal gerade rein, aber so wie das aussieht, ist das schon ziemlich geplündert. Ja. Und da hinten hängt ein Idiot im Stacheldraht. Aber ich sehe ein Nest. Hm. Okay, du hast ihn erlöst. Nett von dir. Das war die gute Tat von heute. Fertig. Ich habe fertig. Flasche leer. Schau mal, da ist noch ein Maisfeld. Hm. Komme. Aber da wart ihr, glaube ich, drin das letzte. Das ist das mit den Wohnwagen da hinten. Ich gehe trotzdem mal kurz. Hey, ich kann jetzt über den Zaun hüpfen. Hoho. Das sieht alles tot aus, hä? Das sieht sehr tot aus. Das ist tot. Und was ist hier mit den Feldern? Ich müsste halt irgendwo mal eine Kartoffel sehen, dass ich weiß, worauf ich achten muss. Weißt du, wie Kartoffeln aussehen? Ja, meistens dünn geschnitten, gelb und so 5 mm mal 5 mm mal ungefähr 6 cm. Nee, sind die Pommes. Gleichen, die du gesetzt hast zu Hause. Hallo Händler. Können Sie riskieren, was haben wir Tag 23? Let us speak, survival. Loot Respawn hat er nicht. Schade eigentlich. 44er Magnum, Speerjäger. Nö. Also hier der linke hat nicht wirklich irgendwas, was nee, wir gebrauchen können. Schade. Und ich habe auch nichts zum Verkaufen an ihn. Gut, ich habe auch noch 418 Tacken. Nee, leider nichts. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt Richtung Süd, Süd, links, West. Ne? Süd, Süd, links.
Boah, bin ich heute gut. Ich bin so. Also. Das Haus habt ihr auch schon gemacht, hä? Ein Ei. Da der Weg zum Bunker offen ist, muss man da auch nicht mehr rein. Ja. Ich wollte nur mal dahinter gucken, ob da noch irgendwas steht. Nö. Aber schön mit den Bäumen hier, mit Kirche. den. Hier, Tor, komm zu mir. Ja. Kartoffel. Genau, so sieht das aus. Schönes Feld. Mit so ein Und bisschen eben hier hat es weißlichen noch mehr. Blüten. Siehst du eben fast nicht zwischen dem normalen Gras. Ja, ist schwierig. Hier ist noch eine. Ja, lass mich jetzt endlich mal das. Ja. Oh geil, weißt du, wie viel Steak mit Kartoffeln wir damit wieder machen können? Geil. Hoffentlich genug. Also wir werden nie genug haben. Aber halt Speck mit Eiern und ja, ne? Mal schnell die Kirche machen. Komme gleich. Ich laufe hier hinten gerade noch das Feld ab. Sieht aber nicht so aus. Ach, die Kirche. Ja, nur die kleine. Die große habe ich noch gar nirgends gesehen. Ja, bin da. Die Da stehen Gläubigen sie auch. erheben sich zum Gottesdienst. Rest in peace. Kommst du runter oder komme ich rauf? Er kommt runter. Okay. Mach du die Bücher, du hast mehr Lootglück. Ein Buch. Ein Buch. Ne, hier hinten. Sneaky oder? Ach komm, scheiß drauf. Die haben es auch hinter sich. Uah. Ruhe. Ah, hier wären wir runtergekommen, okay. Achtung! Hä? Du Arsch! Bei mir liegst du noch auf dem Boden und zuckst und schon hat er mir die Fresse poliert. Sesam, öffne dich. Na komm schon. Oh. Komm mal hierher. Jawohl. Das moderne Scheißhaus. Ach du Scheiße. Ja.
Hier hat es noch Bücher. 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 Auf dem Tisch. 1000 Bücher. Komm mal. Und ein Regal. Ja. Da war Geld drin. Und ein Blut. Juhu. Ich mach die Kiste auf, hä? Mhm. Ist offen? Ja, ich guck sofort rein. Titanschlägerring, Eisenpfeile und ein Erste-Hilfe-Verband. Aber, wir haben eine Auslöseplatte 1x5, die kenne ich noch nicht. Ein Eisenhelm Stufe D. Technik-Freak Band 2 und Band 3. Und ein Vollautomatik-Auslöser gefunden. Die 1.5er kennst du, mit der habe ich die Spike-Fallen getriggert. Ja, aber die ist bei mir noch nicht gelernt. Die hast du dann gelernt. Aha, noch nicht gelernt. Hab gedacht, du hast noch gar nie gesehen. Nein, Entschuldigung, gelernt. Soll ich die Auslöseplatte lernen oder willst du sie lernen? Kannst sie lernen. So, Technikfreak. Robotikgeschütze und ähnliches braucht man noch nicht wirklich, ne? Kann ich noch zerlegen. Für irgendwas brauchen wir ja noch 1000. Wir haben 2000. Okay. Eben, es fehlt wirklich nur der Messbecher. Okay. Also da waren wir auch schon drin, das ist das Umgestürzte. Mhm. Wie viel Kartoffeln habe ich jetzt gesammelt? 18, sehr schön. Mehr davon. Waren wir hier schon drin? Nee, ich frage gerade mal. Nein, die kennen uns noch nicht. Dann wird es Zeit. Hier unten ist nix. Aber hier ist ein Benzinfass. Sehr gut. Mit einer Aufladung, super. Hier oben ist noch eine Pass- und Gaskiste. Ja, hier unten war gerade auch eine. Unter der Treppe sind, glaube ich, ein paar. Was zur Hölle habe ich da gerade erwischt? Einen leeren Einkaufskorb. Really? Warst du ganz unten? Nein, nur unter der Hebebühne. Was ist... Also hier. Nee, weiter unten war ich noch nicht. Da kommt ja gleich der ganze Besuch um die Ecke, oder? Ist anzunehmen, ja. Also hier drin ist, glaube ich, nur einer. Ja. Und Loot. Yeah. Stahlschrott, Steroide und 10 mm. 10 mm steht dein Name drauf, oder? Jo, gerne. Ne, 10 mm ist nicht meins. Fahrzeugbrennstoffsparer. Oh, sehr gut. Mod oder Plan? Mod. Sehr schön. Hier sind also die ganzen Verkäufer. Ein Holznudel.
hier. Und? Leerer Benzinkanister. Dann war's das hier auch schon wieder. Der hat hier noch einen Verkaufsraum vorne. Wieder hoch, ja? Ja, und ein bisschen Sprit gibt's hier doch auch. Na, hoffe ich doch. Wieder zum Tor raus. Okay. Dann da durchs Fenster wieder rein. Hallo, jemand da? Hallo. Hätte gern Ölservice. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Rostiges Fass ist auch leer. Schade. Nö. Nüt. Da ist nur eine passende Gaskiste. Ich hüpf mal darüber. Mechanikerstation, das Rezept. Nochmal Sprit? Ja, ich hab. Sehr gut. Mechanikerstation, das Rezept hattest du wahrscheinlich schon gelernt, ne? Wenn es Stufe 1 ist, ja. Ja. Soll ich es auch lernen, zur Sicherheit? Oder sollen wir die 50 ja. Uns gut schreiben? Nee, kannst lernen. Okay, dann habe ich noch im Angebot den Gemüseeintopf. Den kenne ich schon. Möchtest du den lernen oder scrappen? Den kannst du scrappen. Ich habe hier andere Nahrungsmittel. Okay, dann. So. Steve Tools. Aber erst in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Servus. Die Stimme aus dem Keller.